Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. Ja, meine Freunde, ich hatte leider, also ich habe gerade eine Folge aufgenommen, aber wollte die gerade schneiden bzw. rendern. Und dabei musste ich leider feststellen, dass irgendwie hier mein Mikro am Knacken war. Ich habe die ganze Zeit, wenn ich gesprochen habe, irgendwelche so Knackgeräusche gehört. Die musste ich jetzt leider verwerfen, die Folge. Ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz, was ich jetzt in der letzten Folge gemacht habe. In der letzten Folge haben wir hier unsere Strecke gebaut. Bis nach, wie heißt denn das hier eigentlich alles? Vollmaus. Den Zug habe ich jetzt hier auch schon draufgesetzt. Wir wollten ja hier mit dem TG Hirt fahren, weil der hat eine Kapazität von 510 Leuten. Ich habe jetzt noch keine Buslinie und sowas gemacht. Dann geht die Strecke hier halt Höchstgeschwindigkeit, die hält hier nicht, die fährt hier durch. Bis nach London, hier in London hält er natürlich. Fährt dann hier hinten über die Brücke durch unseren Betriebshof durch, hier drunter her und hier wieder raus. Hält hier in Cambridge. Geht dann hier durch das Güterhaltestelle durch. Bis nach Boston erstmal und hält natürlich auch wieder in Boston. Und hier in Boston habe ich dann auch irgendwo auch schon den anderen Zug stehen. Der müsste ja, da fährt er schon. So, hier ist der andere Zug. Erstmal nur zwei Stück drauf. Die haben ja jetzt eine Kapazität von 1020 Leuten. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und die sind schnell. Ja. Ich wollte eigentlich noch weiterbauen, aber ich weiß gerade noch nicht wie. Und ich wollte erstmal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Also in Boston und Cambridge, hoffe ich mal, nehme ich jetzt auch einige Leute mit, die ich dann schon mal nach London bringe. Damit ich die Linie hier mal so ein bisschen entlaste, weil hier warten so unheimlich viele Leute. 431 vor in Richtung Peterborough oder sowas, genau, Peterborough. Und hier wollen nochmal 400 weiter nach Boston. Also hier warten über 800 Leute in den beiden Städten, die dahin wollen. Wenn ich natürlich die, die nach Boston wollen, hier schon auf den Zug umspringen, wäre das ganz gut, wenn das klappen würde. Aber das sehen wir jetzt gleich. So viel dazu. Da würde ich sagen, möchte ich jetzt auch mit euch einmal, wie immer, mit dem TG Hütte noch einmal mitfahren und uns mal angucken, wie schnell er so ist. Oh, jetzt gleich schon 200. Dann schafft er die 300 ja easy, die peasy, lemon squeezy auf der langen Geraden, ne? Ja. Gucken wir mal, wie sich das dann also entwickelt. In Boston und so müssen wir natürlich jetzt keine Buslinie bauen, aber da hinten in Vollmaus, das müssen wir noch bearbeiten, das ist immer noch die erste. 250 gleich schon. Wir haben auch schon 250 erreicht. Also der Zug ist echt schnell. So. Das Spiel läuft auch im Moment noch flüssig. Also ihr wisst, wie es ist, wenn wir nach London kommen. Wartet natürlich jetzt selbstverständlich noch keiner, weil... halt. Doch, war das schon einer. Wow. Guck mal, was auf der anderen Seite los ist. Das ist halt schon echt krass. Wird natürlich jetzt ein bisschen dauern, bis das dann hier alles so ist. Aber jetzt haben wir auch erstmal nur zwei Züge drauf. Insofern haben wir hier so viel Platz auf der Strecke, da kann so vier Züge aufsetzen. Oder, ja, vier erstmal auf der Länge. Was ist denn jetzt los? Auf wen wartet er denn jetzt? Gut, dass wir hier eine Fahrt mitmachen. Warten noch drei Wege. Ja, machen wir mal gerade Pause. Wieso, der kommt doch jetzt hier raus. Hier. Der geht hier unten lang. Und hier raus. Hier steht ein Signal. Und er sagt, warten auf freie Wege? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Lass mal bis dahin fahren, mal gucken, was jetzt passiert. Warten auf freie Wege. Also irgendwas stimmt da nicht. Auf dem Stück bis dahin. Aber was? Signale anzeigen. Fährt doch jetzt nur hier unter den Tunnel durch. Ach so.
Ach so. Die kommen ineinander. Das wird das Problem sein. Und da das jetzt gekreuzt ist. Ja, siehst du, das ist gekreuzt. Das ist natürlich jetzt rauszulöschen, wäre natürlich lustig. So geht's aber. Ah, klar. Jetzt haben wir natürlich alles abgerissen. Jo, jo, jetzt reißen wir mal alles ab. Oh, jetzt müssen wir auch unsere ganze Linie nicht rumspacken. So. Oh, oh, ICE-Zug. Das ist der, alles klar. So, wir müssen dann hier anscheinend ein bisschen tiefer. Wir müssen hier noch ein bisschen an Tiefe gewinnen. Damit wir da drunter herkommen. Das ist nämlich das Problem gewesen. Das ist schnell erkannt. Gehen wir erstmal hier hin. Jetzt reicht das wohl schon. Ne, das würde ich sagen, das reicht nicht. Also jetzt, wir kommen hier drunter her. Hier kommen wir drunter her. Hier kommen wir noch so drunter her. Haben wir aber nur 130. Wir könnten aber hier auch parallel zu rauskommen. Dann bauen wir das doch so. Machen wir das so, brauchen wir das gerade nochmal umbauen. Passt alles. Lassen wir uns doch erstmal bitte den anderen nehmen. Wird auf Automatik stellen. Alter Schwede. Wollen wir nicht mal wieder rauskommen? Hier? Da können wir dann ja auch dann direkt da drauf gehen. Das macht dann ja noch keinen Sinn. So, dann nehmen wir das Tunnelportal weiterhin als Eingang. Reißen den ganzen Kram hier mal gerade ab. Gute Gleise brauchen wir nicht. So. Da. Dann bleiben wir hier auf dem. Gehen wir da jetzt drauf hier. Ja, bleiben bei dem. Genau so machen wir das. So, dann sollte der jetzt eigentlich jetzt gleich dann auch fahren. So. Alles läuft, wie das es steht hier. Gut. Problem erkannt, Problem gelöst. Das ist immer gut. Gucken wir uns das gleiche doch nochmal an. Also beschleunigen tut der echt gut. 23.000 PS. Von Hausnummer. Ich denke mal, dass wir halt mit dem Zug dann auch gut irgendwie was wegschaffen. Mit der Linie. Allerdings, das Problem ist ja, wir nehmen jetzt einen Flughafen weg. Aber jetzt direkt durchfahren. Bin mal gespannt, ob die Fluglinie nachher noch besteht. Zumindest werden wir wahrscheinlich die Flugzeuge runtersetzen müssen. Auf der Linie nach vorne aus fliegen, glaube ich, gerade 4. Das werden wir wahrscheinlich ein bisschen reduzieren. Na, guck mal an, jetzt kommt hier oben sogar gerade noch ein Güterzug. Oh. Achtung! Bam, 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 bam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier müssen wir was machen. So, jetzt fahren wir hier aber schön durch unser BW durch. Was natürlich noch nicht fertig ist. Was ich natürlich jetzt mal langsam fertig machen kann. Irgendwann. Das ist ja ganz cool hier eigentlich, ne? Jetzt fahren wir hier schön durch, dass natürlich nochmal ein bisschen Leben wäre jetzt reinkommt. Das ist genauso schnell wie der LKW. Aber fahren nur 53, also weil der so lang ist. Der Arsch hängt quasi noch in der Kurve. Da haben wir ein bisschen Gas. Fahren wir hier über die schöne Brücke, über die Themse rüber. Die habe ich nochmal umgebaut, die Brücke. Vorher war ja eine andere, eine flache da. Ich dachte, können wir auch die nehmen hier. Ich finde die persönlich eigentlich ganz schön. Wieder ein bisschen Gas, 82. Hier fahren wir jetzt halt nicht so schnell, ne? Aber andere Züge würden jetzt ja auch nicht schneller fahren. Mit den Kurven. So, jetzt sind wir hier in... Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Wie heißt die Stadt?
das vergessen, die halt direkt an London dran ist. Wir gucken mal nochmal einen Baum von irgendwelche Straße durch, die Schiene durch. Hier schwebt auch noch einer. Machen wir noch weg. Gut, ein paar Sachen muss ich noch machen hier. Oh, der andere TGV ist gerade in London angekommen. Perfekt. Wir haben das extra so gemacht, dass wir nicht direkt nebeneinander stehen. Da fällt der andere TGV. Weil ich möchte nämlich noch einen anderen Zug reinbacken in der Mitte. Um nach... Oh, jetzt müsste ich wieder lügen. Ich glaube nach Brighton. Ich glaube Brighton ist die Stadt. Die eins einzeln abgeschlagen irgendwo liegt. Da möchte ich einfach hier nur so eine Pendelverkehr einrichten. So, und jetzt bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da die 300 Stundenkilometer auch in eins durchschaffen. Was machen wir jetzt? Hallo? Stop. Was willst du denn jetzt in Cambridge? Alter. Was? Wo willst du denn hin? 4 und 6. 2 und 6. 3 und 5. Hier. Hä? Was ist denn dein Auftrag? Ja, genau, in die Richtung soll zu fahren. Hat das wahrscheinlich jetzt noch gewesen. Jetzt sollte ich vielleicht nochmal gerade auf die andere Linie gucken hier, die ich abgerissen habe, aus Versehen. Wie war denn das? Die. Der Metronom. Der fährt in die richtige Richtung. Und welche Richtung fährst du? Zeig's mir. Zeig's mir. Fährt in die richtige Richtung. Er fährt in die richtige Richtung. Und der auch. Alles klar. Oh. Da wollte er einfach wieder zurück nach Cambridge. Der lange Lullatsch. Das wollen wir aber nicht. So, schaffen wir die 300 Stundenkilometer? Ich glaube ja. Entschuldigung, kommt noch eine... Boeing 767 an von American Airlines. Easy schaffen wir die 300. Easy. Jetzt schon mal 200. Dann haben wir noch nicht mal die erste Stadt erreicht. Könnte man ja schon fast überlegen, ob man den noch ein bisschen schneller macht. Ja, 400 oder so. Die Geschwindigkeit schafft er ja. Man muss jeden einzelnen Wagen umsetzen, das ist natürlich eine ganze Menge. So, also 250 gleich. Easy schaffen wir die 300. Mit 290 die Bahnhof durchballern. Leck. So, 300 haben wir erreicht, meine Freunde. Nächster Bahnhof mit 300 durchballern. Schön eben die Strecke. Die war auch nicht billig. Hat schon ein paar Euro gekostet. Aber am Geld mangelt es uns ja zum Glück nicht mehr. Das ist ja zum Glück vorbei. Ich bin hier also eine quasi Flug drüber. Zack, durch den Tunnel. Oh, da musste er mal kurz abbremsen. Gespannt. Dafür, dass jetzt hier noch nichts angeschlossen ist, also die der Stadt müssen wir jetzt gerne noch die Buslinie machen. Oder Straßenbahn, was auch immer. Ganz schön lang, meine Herren. Ach, wir werden jetzt mal langsam da. Aber nee, sind wir noch nicht.
Jetzt bremse mal ab. Nee, immer noch nicht. Bremst ja mal eine Signale, weil dann ich weiß, ob das nächste schon frei ist, wahrscheinlich, ne? Aber jetzt sollten wir mal langsam wirklich abbremsen. Jetzt tun wir es auch. Da ist die Stadt. Wir sind endlich angekommen. Jetzt könnte es vielleicht gleich ein Dingeling geben, meine Freunde. Ja, da kam es. Und gleich kommt noch eins. So, jetzt haben wir hier aber die, oh, hier wartet einer. 2, 3, 4 Leute. Da hinten kommt noch einer. 5. Oh, jetzt wird's voll. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Leute. Nice. Richtig voll jetzt hier der Zug. 23? Und wie habe ich mich da so verzählt oder standen die ineinander? Oder kamen von da hinten noch irgendwelche? Die Betriebskosten. 20. Das heißt, eher von hier werden wahrscheinlich noch welche gekommen sein. Gut, das müssen wir dann jetzt irgendwann mal gleich so mit Bussen bestücken. Zack, zack, zack. Ach ja, jetzt geht's langsam los. Intercity in welche Richtung? Cambridge. Nach Cambridge wollen sie. Wird das wahrscheinlich voller. Haben wir jetzt hier. Auch schon ein paar Leute, noch nicht so viele. Da kommt da nicht. Auch schon 22 jetzt dabei. Nicht schlecht. Also die... Das läuft, die Linie, die wird laufen. Das weiß ich jetzt schon. Hoffentlich steigen sie nicht alle um auf den anderen, weil der andere noch eine höhere Taktung haben müsste. Wollen wir mal gerade gucken. Nur sichtbar. 4 Minuten und 9 Minuten. Immer noch einen höheren Durchsatz. Also, wir müssen das so ein bisschen aufteilen. Das wäre ganz gut. Das ist das, was ich halt gerne möchte. Ja, sehr schön. Zack. Hier steigt keiner aus. Steigen nur welche ein. Jetzt haben wir schon mal 60 Leute, die sonst den Zug genommen hätten. Und in die andere Richtung waren ja 500. Ich werde geklaut. Ja. Was ich auch ein bisschen lassen möchte, ist diese Strecke hier. Der ist nämlich immer voll. Okay, ich habe nichts gesagt. Dass ich den noch ein bisschen entlaste. Hier sowieso alles ein bisschen entlaste. Und hier ruhig mehr Leute raufkriege auf dem Ball. Da kann noch mehr verkraften. Außer die nach Milford Haven. Die hat auch schon 309 Leute, die da warten. Und die Züge können 372 fassen, glaube ich. Der nicht, das ist der Flug zum Zug. Oh, hier kommt gerade keiner, ne? Pause. Mal gerade gucken. Hier ist kein einziger in Sicht. Züge sind an. Hier ist nirgendwo ein Zug. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier ist einer. Sind wir zusammen gefahren oder was? Hier ist einer. Sind ja alle zusammen gefahren. Und hier hinten ist einer. Toll. Alle zusammen gefahren. Gut, aber egal. Dann setzen wir jetzt hier hinten noch einen drauf. Kenne ich nix. Mal gucken, welche Linie das denn letztendlich ist. Die hier. Gut. Zack. Kommt jetzt hier nochmal einer drauf. Wollen wir nochmal die Kapazität ein bisschen erhöhen. Zack, zack. So. Und ab auf die nach Milford Haven. Nochmal 344 Leute mehr. So, aber sonst kommen die gleich nämlich alle wieder hintereinander da angeschissen, weil die standen dann nämlich immer auch alle bei der... Bei der Weiche, das ist mir schon aufgefallen. So. Sehr schön. Weil da hinten kommt jetzt erst der nächste. Der hält jetzt mal gerade erst. Oh, das ist ganz gut. Kommt hier heute TG Hürth an. 24 Leuten. Mal gucken, was uns 24 Leute so bringen. Kommt der andere auch? Der andere kommt auch. Gut, dass sie sich natürlich immer in London treffen. Das ist ja... Passt irgendwie immer. So.
Er hat 24 Leute und er hat 63 Leute. 153.000. Was sind die alle ausgestiegen? 300.000, da sind fast alle ausgestiegen. Er hat schon 78 Leute jetzt dabei. Nicht schlecht. Gut, meine Freunde. Das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt, glaube ich, 10 Mal gesagt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Nee, stimmt ja gar nicht. In 2 Tagen bei der nächsten Folge. Hey, haut rein. Ciao.